Willkommen zu diesem heutigen Finale beim Vorbereitungsturnier in Japan. Ihre Kommentatoren heißen wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen das Spiel Bayern gegen West Ham. Sehr interessante Begegnung, Wolf, denn das ist natürlich Alex Hunters früherer Verein. Wir kennen die Schlagzeilen alle noch. Geht er nicht, holt ihn Real. War vor einem Jahr. Am Ende hat ihn Real nicht geholt. Am Ende saß er sozusagen zwischen allen Stühlen. Und schauen wir mal, wie vor allem die Fans heute auf ihn reagieren werden. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Und hier die Aufstellung von West Ham United. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Es ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein hochklassiges Spiel. Und die Frage ist, wer geht besser mit Druck um? James Rodriguez. Und jetzt Thiago. Franck Ribéry. Hunter! Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein! Da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Kames. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Offensiv haben sie mit Kames Rodriguez natürlich einen extrem torgefährlichen Spieler in ihren Reihen. Der aber auch wunderbar auflegen kann. Der Kolumbianer hat eine wahnsinnige Spielintelligenz und ja, ist wichtig für die Mannschaft. Thiago Alcantara. James Rodriguez. Und die Möglichkeit. Keine Gefahr mehr, gut gelöst. Javi Martinez jetzt. Zu früh gestartet, es gibt Abseits. Zabaleta. Andrea Molenko. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Das gibt Geld für Hummels. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Jetzt vielleicht die Flanke. Abgeblockt. Javi Martinez. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Robben. Pass von Robben. Und er schießt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Und das gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Tja, Einwurf nach dieser Hereingabe, das hatten sie sich natürlich ganz anders vorgestellt. Philippe Andersson. Jetzt Gayo. Masuaku. Fairer Einsatz hier. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Thiago jetzt. Sie holen sich den Ball. Ist natürlich immer was Besonderes, bei so einem Finale dabei sein zu dürfen. Das sind oft unvergessliche Spiele. Ja, eine Liga hat ihren eigenen Reiz. Aber solche Wettbewerbe, die haben einen ganz besonderen Reiz. Vor allem,
so ein Finale. Da herrscht dann doch noch mal eine ganz eigene Atmosphäre. Jeder, wirklich jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, was auf dem Spiel steht. Und jeder weiß, am Ende dieser Partie, da stehst du da unten auf dem Rasen und jubelst. Oder auch nicht. Du kannst ja auch verlieren. Die Chance zur Führung. Alexander mit dem Treffer. Und wir sehen die Freude. Er trifft gegen seinen Ex-Club, gegen seine Ex-Kollegen. Ein ganz wichtiges Tor. Genauer ging der Abschluss da nicht. Von der Latte geht das Ding rein, aber war knapp. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt liegen die Bayern vorne. Sanchez. Zabaleta. West Ham kommt über die Seite. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Bayern München mit dem Ballgewinn. Kimmich. Alex Hunter. Thiago. Spielt er den Ball in den Strafraum. Robben, das ist die Chance. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Hunter. Nun Javi Martinez. Schönes Zuspiel. Da passt er auf und hat den Ball. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Es ist der perfekte Rahmen für... Wir gehen rein in die zweite Hälfte. In diesem Finale. Schauen wir mal, wer jetzt den besseren Start erwischt. Und nun Pablo Zabaleta. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Optimistisch hier von Hunter. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Gayo. Ja, setzt gut den Körper ein. Manuel Lanzini. Philippe Andersson. Und jetzt der Schuss. Das Tor! Und der Ausgleich wohl. Vielleicht können sie das Ding sogar komplett drehen. Schönes Bild. Und da sieht man, das ist wirklich eine Einheit. Trainerteam, Spieler, die harmonieren richtig gut. Und wer gedacht hatte, dass sie sich dem Favoriten hier einfach geschlagen geben, der ist schief gewickelt, Buschi. Ja, sie bleiben dran, kämpfen unglaublich und holen sich hier den Ausgleich. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau, Arjen Robben verlässt den Platz und Kingsley Coman kommt rein. Ja, der kann natürlich jetzt nochmal für Impulse sorgen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Coman. Nun, James Rodriguez. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht nur viele, sondern vor allem das schönste Tor des Turniers geschossen. Ach, dieser... Da kommt der Schuss! Oh, der geht doch weit vorbei. Das wäre sonst die Führung gewesen.
Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau, James verlässt den Platz und Leon Goretzka kommt für ihn rein. Und der wird jetzt direkt versuchen, neue Impulse zu setzen. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Jetzt wieder die Bayern. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kann er ihn stoppen. Den Ball kann er abfangen. Und jetzt Thiago. Und jetzt ein Schuss. Noch ist die Chance da. Kimmich. Coman. Und da ist der Ball wieder weg. Thiago jetzt. Jetzt von Ribéry. Alexander. Chance lebt noch. Jetzt hat er den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Und hier wird es Einwurf geben. West Ham United nimmt eine Auswechslung vor. Und ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen diese Umstellung auf ihr Spiel hat. Philippe Andersson. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Das ist natürlich gelb für Kimmich. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Da können Sie erstmal klären. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Ein enges Ding hier und es kann noch so viel passieren. Komm an. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Thiago jetzt. Lewandowski. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Vielversprechend. Und nun ein Schuss. Jetzt könnte es klappen mit der Führung für die Bayern. Es gibt Eckball. Die Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Geht er rein? Wichtiges Tor für die Bayern. Lange haben wir nicht mehr. Ist das der Finalsieg? Das sieht ganz so aus, Wolf. Das müssen sie jetzt nur noch verteidigen. Und hier sehen wir nochmal diesen Führungstreffer in der Nachspielzeit. Und nach menschlichem Ermessen wird das wohl auch der Siegtreffer sein. Ich glaube nicht, dass die anderen hier nochmal ausgleichen. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Der Titel bei diesem Vorbereitungsturnier in Japan geht am Ende also an die Bayern. Und damit natürlich vor allem auch an der stand hier im Mittelpunkt. Das war ein Privatduell gegen Glenn Ashton und Danny Williams. Spannendes Duell. Zwei sehr vielversprechende Spieler. Auch heute wieder spürt man, das sind zwei Akteure, von denen noch viel zu sehen und zu hören sein wird in der Zukunft. So, wir stehen in Reihe und Glied. Also wir zwei sitzen noch in Reihe und Glied, aber die Mannschaft steht in Reihe und Glied. Ich liebe ja immer dieses Prozedere zu beobachten. Also da ist Konfetti, da sind Fontänen, da sind
Luftschlangen. Da sind vor allem aber auch Kameraleute und Fotografen, die sagen, halt doch mal den Pokal da links, halt doch mal den Pokal da rechts, mach doch mal hier. Und als Spieler denkst du, hau ab, du Lurch, hau ab, ich will feiern. Ja, ist doch wahr. Ja, Buschi, denk dir nicht auf, wo sind seine Blenden? Ja, aber ist doch wahr. Guck dir das an. Herzlichen Glückwunsch. Können wir uns darauf einigen? Ja, Gratulation natürlich. Da, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, ist, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft.